Vektoren im Einsatz. Wir werden anhand der Vektorenrechnungen jetzt drei Lehrsätze beweisen. Der erste Lehrsatz des Parallelogramms besagt, dass die Diagonalen eines Parallelogramms sich in ihrer Mitte schneiden. Wir schreiben zuerst die Hypothese und machen eine entsprechende Zeichnung. Die Hypothese, das sind die Angaben, besteht aus das Parallelogramm A, B, C, D und in die Hypothese benennen wir auch die Mitte dieser Diagonalen BD mit dem Buchstaben M. M ist also der Mittelpunkt von der Diagonalen BD. Wir werden beweisen, dass derselbe Punkt M auch Mittelpunkt der Diagonalen AC ist. Das ist unsere These. Um das zu beweisen, genügt es zu zeigen, dass der Vektor AM gleich ist zum Vektor MC. AM und MC ist also derselbe Vektor. Legen wir los. Wir starten von AM und zerlegen zuerst AM in die Summe der beiden Vektoren AB und BM. Der Vektor AM ist also der Vektor AB plus der Vektor BM. Hier auch schön zu überprüfen, die beiden sind aufeinanderfolgend und die Summe ist effektiv da abzulesen, das ist der Vektor AM. Da ABCD ein Parallelogramm ist, muss der Vektor AB derselbe sein wie der Vektor DC. Und da M die Mitte von BD ist, muss der Vektor BM derselbe sein wie der Vektor MD. Also dürfen wir AB ersetzen durch DC, weil ABCD ein Parallelogramm ist. Und wir dürfen auch den Vektor BM ersetzen durch den Vektor MD, weil M ja die Mitte von dieser Strecke BD ist. Da die Vektorenaddition kommutativ ist, dürfen wir diese beiden Vektoren vertauschen. Und jetzt haben wir aufeinanderfolgende Vektoren, deren Summe hier abzulesen ist. Diese Summe ergibt also Vektor MC. Somit haben wir bewiesen, dass der Vektor AM, dieser da, genau gleich ist zum Vektor MC, dieser da. Demzufolge muss M auch die Mitte von AC sein, was zu beweisen war. Ein zweiter wichtiger Lehrsatz ist dieser. In einem beliebigen Dreieck ABC seien M und N die Mittelpunkte der Seiten, zu denen sie gehören. Das schreiben wir in die Hypothese hinein. Angegeben wird ein Dreieck ABC, die Mitte M von der Seite AB und die Mitte N von der Seite AC. Wir werden beweisen, dass der Vektor MN genau die Hälfte ist vom Vektor BC. Das ist also unsere These. Der Vektor MN ist genau die Hälfte vom Vektor BC. Legen wir los mit der Beweisführung. Dieser Quervektor MN kann zerlegt werden längs der Seiten MA plus AN. Der Vektor MN ist gleich zum Vektor MA plus Vektor AN. Der Vektor MA ist die Hälfte vom Vektor BA, da M ja die Mitte von dieser Seitenstrecke AB ist. Und der Vektor AN, das ist die Hälfte vom Vektor AC, weil N ja die Mitte von dieser Strecke AC ist. Also können wir MA ersetzen durch die Hälfte von BA und AN durch die Hälfte von AC. Tun wir das. Ist gemacht. In dieser Rechnung kann man ein halbes ausklammern, so. Und zwischen Klammern bleiben jetzt die zwei aufeinanderfolgenden Vektoren BA und AC, deren Summe hier abzulesen ist. Diese Summe ergibt also BC. Somit haben wir bewiesen, dass der Vektor MN, dieser da,
genau die Hälfte vom Vektor BC ist. Dieser da. Es ist genau das, was zu beweisen war. Wir werden diese beiden Eigenschaften in einem weiteren Lehrsatz einsetzen, und zwar im Lehrsatz der Mittellinien, der Folgendes besagt. Wir haben ein beliebiges Dreieck A, B, C. Die drei Mittellinien AA', BB' und CC' schneiden sich in einem selben Punkt, den wir mit G bezeichnen, und dieser Punkt wird Schwerpunkt des Dreiecks ABC genannt. Dieser Schwerpunkt G hat die besonderen Eigenschaften, dass der Vektor AA' genau das Dreifache vom Vektor GA' ist, der Vektor BB' ist genau das Dreifache vom Vektor GB' und der Vektor CC' ist genau das Dreifache vom Vektor GC'. Das werden wir jetzt beweisen. Zuerst Hypothese. Angegeben wird das Dreieck ABC und A', B', C', das sind die Mitten der Seiten, zu denen sie gehören. Wir werden beweisen, dass die drei Mittellinien sich in einem selben Punkt schneiden und dieser Punkt G hat genau diese drei Eigenschaften. Legen wir los mit der Beweisführung. Zuerst einmal konstruieren wir die zwei Mittellinien BB' und CC'. So. Diese zwei Mittellinien können unmöglich parallel zueinander sein, also schneiden die sich in einem Punkt, den wir mit G bezeichnen. Sei also G der Schnittpunkt dieser zwei Mittellinien. Okay, da C' die Mitte von AB ist und B' die Mitte von AC ist, können wir durch den vorigen Lehrsatz sofort schlussfolgern, dass der Vektor C'B' die Hälfte des Vektoren BC sein muss. Halten wir das als Gleichheit 1 fest. Wir konstruieren jetzt hier die Mitte der Strecke BG und nennen sie M, sowie auch die Mitte der Strecke GC und nennen diese N. M und N sind also die Mitten von dieser und von dieser Seite von diesem blauen Dreieck. Und daraus können wir wieder durch die Folgeeigenschaft schließen, dass dieser Vektor MN die Hälfte von diesem Vektor BC sein muss, nennen wir das Gleichheit 2. Da C'B' die Hälfte von BC ist und MN auch die Hälfte von BC ist, können wir aus 1 und 2 schließen, dass diese beiden Vektoren einer und derselbe sein muss. Der Vektor C'B' ist also derselbe wie der Vektor MN. Und durch die Definition eines Vektors können wir daraus schließen, dass das Viereck C'B'NM ein Parallelogramm ergibt. Und da die Diagonalen eines Parallelogramms sich in ihrer Mitte schneiden, wie wir eben bewiesen haben, gilt, dass dieser Vektor MG gleich sein muss zum Vektor GB'. Und auch noch, dass dieser Vektor NG gleich sein muss zum Vektor GC', weil die Diagonalen eines Parallelogramms sich ja in ihrer Mitte schneiden. Also dieser Vektor muss derselbe sein wie dieser da. Aber dieser Vektor ist schon derselbe wie dieser Vektor BM, weil M ja die Mitte von BG ist. Also haben wir auf dieser Mittellinie BB' diesen grünen Vektoren. Einmal, zweimal, dreimal. Somit gilt also der Vektor BB', das ist das Dreifache vom Vektor GB'. Genau dasselbe für CC', denn dieser Vektor ist ja gleich zu dem, weil die Diagonalen des Parallelogramms sich in ihrer Mitte schneiden,
Aber dieser Vektor ist auch gleich zum Vektor cn, weil n ja die Mitte der Strecke cg ist. Also auf der Mittellinie cc' haben wir diesen Vektor einmal, zweimal, dreimal. So, wir schließen also daraus, dass bb' dreimal gb' sein muss und cc' dreimal gc' sein muss. Wir machen jetzt ein bisschen Platz und beginnen genau dieselbe Überlegung wie gerade, nur eben mit den Mittellinien aa' und bb'. Da das zwei Mittellinien eines Dreiecks sind, können sie nicht parallel sein, also schneiden die sich in einem Punkt, den wir vorläufig F nennen. Und durch genau dieselbe Überlegung wie eben, können wir schließen, dass der Vektor bb' das Dreifache vom Vektor fb' sein muss und der Vektor aa' genau das Dreifache vom Vektor fa' sein muss. Wir haben also hier bewiesen, bb' ist das Dreifache von fb'. Und oben hatten wir bewiesen, dass bb' das Dreifache von gb' sein muss. Also dieser selbe Vektor bb' ist gleich zu dem und gleich zu dem. Dann müssen die beiden gleich sein. Halten wir das schon mal fest. Woraus wir dann schließen dürfen, dass der Vektor gb' gleich ist zum Vektor fb'. Durch die Formel von Schaal dürfen wir diesen Vektor zerlegen in ob' minus og und auch diesen Vektor zerlegen in ob' minus of und das für einen beliebigen Punkt O in der Ebene. Ganz egal, wo dieser Punkt O sich in der Ebene befindet, wir können gb' immer so zerlegen anhand der Formel von Schaal. Und fb' kann in diese Differenz zerlegt werden, anhand der Formel von Schaal. Der Vektor ob', der hier links steht, und auch rechts vom Istzeichen, der darf weg. Und dann setzen wir noch minus og an die andere Seite, das ergibt dann plus og. So erhalten wir, dass og minus of der Nullvektor sein muss. Und durch die Formel von Schaal, jetzt aber andersherum angewendet, das hier ergibt dann den Vektor fg. Also muss der Vektor fg der Nullvektor sein. Das geht nur, wenn der Anfangspunkt derselbe ist wie der Endpunkt und daraus schließen wir, dass f der Punkt g sein muss. Also dieser Schnittpunkt der Mittellinien aa' und bb' muss auch automatisch der Schnittpunkt von den Mittellinien bb' und cc' sein. Somit haben wir also bewiesen, dass die drei Mittellinien sich in einem selben Punkt G schneiden und dieser Punkt G hat genau diese drei Eigenschaften. Die zwei letzten, die hatten wir hier schon bewiesen und die erste, die haben wir hier bewiesen, denn wir wissen ja jetzt, dass dieser Punkt F durch den Punkt G ersetzt werden kann. Daher also die These. Mit den Vektorenrechnungen kann man viele geometrische Eigenschaften auf eine einfache Art beweisen.